Wildkamerahersteller, die mir Kameras zuschicken zum Präsentieren. Ihr schickt die doch, um die zu verkaufen. Ihr wollt doch Geld machen damit. Ihr wollt, dass jemand so eine Kamera präsentiert, damit Nutzer sich das angucken, den Preis im Hinterkopf haben und sagen, Mensch, ja, ist geil für den Preis, super, nehme ich, will ich haben, kaufe ich. So, warum schickt ihr mir sowas? Das ist nicht präsentierbar. Aber ich präsentiere es jetzt. Ihr wollt es so, also mache ich es. Aber diese Kamera ist Schrott. So, schickt mir was Ordentliches. Schickt mir was Gutes. Schickt mir was, was Preis-Leistung so korrekt ist, dass ich das auch mit Stolz präsentieren kann. Hier, ich habe nur Ärger damit. Also hier stecken ja gewiss Ideen hinter und Arbeit steckt hier drin. Und jemand steht am Fließband, baut das Ding zusammen, verdient sich damit sein Brot. Die alle müssen bezahlt werden. Und jetzt kommt mein Video. Alles Schnitt, bla bla bla. Ja, hallo, ich bin der Vari und ich mache gerade ein Video, was mir richtig schwer fällt. Ich bekomme öfters Wildkameras zugeschickt und soll mir ein Urteil darüber bilden. Und soll mir da über die Kamera ein Urteil bilden, soll sie zeigen, soll sie vorstellen. Bei den meisten Wildkameras, sagen wir so, da sind die Videos eher dafür da, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Es gibt wenige Kameras, die richtig gut sind. Beziehungsweise, da gibt es Leute, die damit nicht einverstanden sind. Es gibt Kameras, die dem Preis gerecht werden. Warum sind diese Leute damit nicht einverstanden? Die sagen, gib doch 20, 30 Euro mehr aus, dann hast du was Richtiges. Ja, jetzt gibt es aber auch Leute, die haben nicht so viel Geld. Die müssen mit einem kleinen Budget klarkommen. Oder die haben bloß ein Taschengeld zur Verfügung. Deswegen muss man auch mal Low-Budget-Kameras mit reinnehmen, die dann trotzdem einigermaßen in Ordnung sind. Und ich hatte ja in letzter Zeit welche, die waren ganz okay. So, jetzt habe ich hier eine Kamera gekriegt von K&F Concept. K&F Concept hat meist Mittelklasse, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber immer mit einem fairen Preis. So, und jetzt habe ich hier eine Kamera gekriegt. Ich habe mich so aufgeregt. Deswegen habe ich das ganze Video jetzt abgebrochen und fange es neu an. Das ist sie, die E10XS. Die hat hinten eine Haltevorrichtung dran, die man lose schrauben kann, um die Kamera zu neigen. Wenn die jetzt in einer sehr hohen Höhe ist, dass sie dann halt einen Winkel hat. Jetzt ist aber das Problem, die anderen Kameras, die ich sonst teste, die haben meistens oben und unten irgendwie eine Kante. Und wenn der Baum nicht gerade steht, sondern so steht, dann klemme ich meistens unten was drunter, dass die Kamera dann wieder gerade ist. Ein Stöckchen, so zum Beispiel. Das kann ich hier nicht machen. Das fällt immer raus. Das hat mich schon mal aufgeregt. Und dann kommt noch dazu, dass es das furchtbares dünne Plaste ist. Wie lange sollen das halten? Piep! Also das ist eine tolle Idee, aber ist fürchterlich gemacht. Dann habe ich mich geärgert. Ich habe die Kamera mit 1080p aufgehangen, kam zurück und die Aufnahmen, die waren so schwammig, da habe ich mich richtig geärgert. Sind schöne Aufnahmen bei, aber piep! So schlecht fokussiert und grottenschlecht, dass ich die gar nicht zeigen möchte, aber ich zeige es trotzdem. Dann dachte ich, die Kamera kann man ja auf 4K umstellen. Also stelle ich sie um auf 4K, hänge sie wieder hin, komme nach einer Woche zurück, gucke mir die Aufnahmen an und denke, was soll der Käse? Also viel besser geworden sind sie nicht. Und die Framerate ist so schlecht. Ich glaube, das sind nur 20 FPS oder noch weniger. Ich habe 6 oder 7 Einstellungen in dem Menü, was ich auswählen kann an Auflösungen. Warum ist dieser Käse da drin? Piep. Die meisten stellen das Höchste ein, weil sie die beste Qualität haben wollen. Und dann gibt es andere, die stellen das Geringste rein,
weil sie viel Platz auf der Speicherkarte haben möchten. Also viele Aufnahmen auf der Speicherkarte haben möchten, die brauchen keine Qualität. Sie wollen nur kontrollieren, was läuft da alles vorbei in einem halben Jahr zur Zählung oder zur Kontrolle wild. Deswegen würde ich sowas gar nicht machen, so ein Quatsch. Mit dem 4K, 27K, 1080p, 720p, 480. Ist völliger Blödsinn. Ich würde zwei Punkte reinpacken. Standardauflösung, wo die beste Bildqualität hinterlegt ist, die der Bildsensor schafft. Ich glaube, hier sind es 2K. Und geringste Auflösung oder platzsparende Auflösung oder so, wo ich eine schlechte Qualität habe, aber richtig viel auf der Speicherkarte drauf passt. Diese beiden Punkte würde ich reinpacken. Ich würde da nicht irgendwelche Zahlen hinterlegen. Das bringt den Nutzer nur durcheinander. Jetzt habe ich mich hier noch aufgeregt. Ich hänge diese Kamera jetzt wieder hin. Ich teste die schon seit einem Monat, ja? Ich hänge die Kamera jetzt wieder hier hin mit 2,7K. Und damit beende ich das Video. Wenn ich die Kamera abhole, nehme ich nicht nochmal weiter auf. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen, die die gemacht hat. Auch die, die ich dann in der Woche hier abhole. Ich schreibe unten rein, dass es 1080p die Einstellung ist. Und dann kommen die 2,7K. Ich hoffe doch, dass die in Ordnung sind. Dann kommen die 4K-Dinger. Also eigentlich wollte ich diese Kamera ja an einen guten Freund verschenken, der seine Kamera verloren hat. Aber tut mir leid, ich kann die Kamera nicht verschenken. Die ist... Piep! Ich schenke ihm eine andere. Eine gute. Wenn einer von euch diese Kamera haben möchte und sich auch so aufregen möchte wie ich, dann soll er unten Hashtag E10XS reinpacken. Hashtag E10XS. Ja, genau. Dann schicke ich die euch zu. Kostet euch nichts. Service sozusagen. Ich packe noch eine Kleinigkeit von mir rein, die dann wahrscheinlich viel interessanter ist. Geh ich so weit? So, nochmal. Mich hat es gewundert, warum die Qualität so schlecht ist. Sondern ich, ja, wozu auch, ich habe alles gesagt. So, meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die neuesten auch nicht. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Ciao. Euer Vari. So.
Jetzt habe ich so viele Outtakes hier drin, dass ich gar nicht weiß, was ich, ob ich überhaupt welche reinpacke. Machst du einen schrägen Baum ran, dann hat es überhaupt keine Funktion, weil es verkehrt rum in der Richtung geht. Deswegen muss man auch mal Low Budgets. Ich habe hier Licht und Schatten im Gesicht, wa? Sieht komisch aus. Stand es nicht dahinter, also bin ich drauf reingefallen und habe eine Woche lang. Ich glaube, das muss ich alles ins Outtake reinpacken. Ja, für den Preis, geil, will ich haben. Miau! Na komm! Na komm! Ist aber ein bisschen doof. Was denn jetzt? Mimi? Ja? Die hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Die habe ich ja das letzte Mal hier hingehangen. Und irgendwie... Und die ganze Bildqualität von der Kamera ist irgendwie für K&F-Konzept grottenschlecht, sage ich jetzt mal. Wo ich mir die Videos angeguckt habe, auf dem Rechner, musste ich sagen, bleh. Und zwar ist das die E10XS von K&F Concept. Es ist ein sehr gutes Deutsch. Und was ich bei K&F Concept schon mal gesehen habe, das hier, das ist Metall. Gut, das ist eine Baumschraube, sowas nutze ich nicht. Ich mag das nicht, wenn man sowas in den Baum reinschraubt. Das kann ich schräg stellen. Ist eine geile Idee, aber wenn ich mir das Plastik hier so angucke, das ist sehr unstabil. Also, da habt ihr wieder Mist gemacht. Sehen, da sind Batterien drin und eine Speicherkarte. Sehr schön. 64 GB. Wählbaren Winkel. Den hier. Oh, da wird ein Geschäft erledigt. Und die Vögel gucken zu.